Hallo, ihr Lieben. Man kann mich gerade nicht so gut sehen. Huch, jetzt zu viel Sonne. Ja. Noch bin ich im Haus. Ich war natürlich schon draußen und so. Wir haben jetzt 15 Uhr. Ja, hilft ja nichts. Es ist zwar sehr warm, aber es muss einiges gemacht werden. Ich habe gerade nachgeguckt wieder. Ach. Unkraut hört ja gar nicht auf zu wachsen. Ich muss unbedingt Unkraut zupfen. Und natürlich kochen. Ich habe hier einiges schon im Haus gemacht, ohne euch. Ja, das ist immer das Gleiche. Ne? Ich habe hier die Pflanzen gegossen. Was habe ich noch gemacht? Ein bisschen hier und da was aufgeräumt. Die Waschmaschine läuft, Geschirrspüler läuft. Ja, das Übliche. Aber jetzt muss auch mal ein bisschen was im Garten gemacht werden. Und deswegen, ja, die Kinder sind alle zu Hause gerade. Ich muss ehrlich sagen, heute war keiner los. Weiß ich nicht. War das vielleicht zu warm die letzten Tage und die haben dann irgendwie was zu Kaltes getrunken zwischendurch. Raphael hat Halsschmerzen. War gestern Abend eigentlich schon ziemlich matschig. Den habe ich heute zu Hause gelassen. Und Christian hat auch irgendwas. Ist heute auch nicht los gewesen. Mhm. Dem ging gestern auch ganz komisch. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt das Wetter ist oder keine Ahnung. Ja, was hast du? Ich? Ja. Kreislaufprobleme einfach. Kreislauf, ja. Bei mir ist mein Kreislauf auch, macht auch, was er will. Deswegen traue ich mich eigentlich tagsüber nicht so viel raus. Und ja, abends ist man dann so müde, dass man auch nicht mehr wirklich was machen will. Ja. Normalerweise müsste man früher einfach aufstehen, also ich sag mal ganz früh, solange es noch kühl ist und dann was machen, aber da bin ich auch nicht bereit, dafür muss ich ehrlich sagen. Da ist es nicht zu kalt oder was? Nein. 6 Uhr morgens ist angenehm. Ja, ich weiß. Das ist die angenehm. Aber da schlafe ich noch. Ja, weil ich zu spät ins Bett gehe. Ja, weil ich zu spät ins Bett gehe, genau. Ja, aber jetzt wollen wir mal mit Christian ein bisschen was tun. Sie glänzt. Ja, ich glänze wie eine Speckschwarte. Ich habe mich eingecremt, weil ich keinen Sonnenbrand haben will. Ich glaube, mein Gesicht habe ich auch alles eingecremt. Ja, auch ein bisschen, genau. Ich glänze am Arm. Und dann habe ich mir noch ein bisschen an die Beine was gesprüht gegen Zecken. Weil letztes Mal waren wir mit Dirk draußen, so abends am Samstag, Reichbegehung gemacht. Ne, also geguckt, wo was dran ist, Äpfel und so weiter. Und ich gucke runter. Und einfach so vor meinen Augen läuft eine Zecke an meinem Bein hoch. Ne? Und da bin ich echt pingelig. Was das angeht, ich kann das überhaupt nicht ab. Also, ich habe mir jetzt erstmal so ein Spray auf die Beine vor allem gesprüht. Und jetzt gehe ich raus und zeige Christian, wo er mir helfen kann. Weil, ja, so, da ist jetzt auch ein bisschen Schatten. Da braucht man ein bisschen mehr Kraft, als ich es habe mit meiner Schulter. Um ja, die Bäume, ich sag mal tatsächlich Bäume, den zwischen den Kürbissen und Zucchini da hinten, ne, beim Carport. Von dem Eichenbaum fällt ja immer wieder was runter, so Eichen und so, ne, wachsen tatsächlich Eichenbäume. Die sind zwar jetzt nur so groß, aber die wachsen da. Und die will ich natürlich da nicht haben, die müssen weg. Ja, und deswegen. Ich nehme mal den anderen Weg, nehme mal mein Handy mit. Ja, hier dreht die Waschmaschine ihre Runden. Und es geht raus. Oh Mann, ich sehe aus, keine Ahnung. Eigentlich geht es mir heute ganz gut. Hupsala. Das ist jetzt hier einer der angenehmsten Räume mit unter Badezimmer. Schön kühl. Das muss ich echt sagen. Schön kühl. Ich zeige euch, was ich meine, was unbedingt gemacht werden muss. Und das machen wir jetzt mit Christian. Und ich mache dann noch heute tatsächlich den ganzen Spinat, glaube ich, abschneiden. Damit er wieder wachsen kann. Ich zeige euch einfach mal, was jetzt gemacht werden muss hier. So, hier. Das sind Eichen. Seht ihr? Oh, und die kriege ich so gar nicht mal richtig raus. Und das soll eigentlich Zucchini sein und dazwischen sind schon wieder Eichen. Nee, die kriege ich gar nicht raus. Das muss mir jetzt Christian helfen. Genau, man sieht das ja überall. Hier muss unbedingt Unkraut gezogen werden. Und dann gießen. Ja. Und eigentlich muss überall Unkraut gemacht werden. Hier auch. Ne, hier ist auch alles wieder zugewachsen. Hier ist mein Mais. Und das ist Unkraut, logischerweise. Na, also. Genauso wie hier rote Beete und Unkraut.
Ganz toll. Ganz viel. Ja, und das machen wir jetzt. Aber ich bin zufrieden mit dem Garten gerade. Es wächst wirklich gut. Hier sind so die Bohnen auch überall gut rausgekommen. Da hinten weniger. Hier besser. Weiß ich auch nicht, woran das liegt. Hier sind auch nur vereinzelte. Ich muss mal gucken. Ein paar Mal mehr gießen. Die Erbsen kommen auch hier vorne besser als da hinten. Keine Ahnung. Vielleicht bessere Erde hier vorne als da. Aber diese Stelle ist immer irgendwie ganz komisch gewesen schon. Hier? Ja, keine Ahnung, was da dran jetzt ist. Da wächst kaum was. Also da hinten. Wir haben da nicht mal Rasen. Guck mal da hinten. Das ist immer diese Stelle. Da haben wir versucht, Koniferen und noch was einzubuddeln. Wächst nicht. Ja, hier wird es langsam zum Urwald. Aber ich bin begeistert. Die Tomaten blühen. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ob man irgendwas abschneiden sollte, weil das so buschig wird. Aber auch das hier, da blüht alles. Ja, und noch mehr festbinden. Ja, ich hoffe auf mehr Tomaten. Lass auf, mach richtig auf. Ja, ich mache ja auch alle auf. Die mögen es nicht, wenn es zu warm ist, hier zu stickig. Der Urwaldbewohner ist im Urwald. Genau. Einfach mal auch mal. damit hier auch Bienchen und so reinkommen. Und die betäuben können. Betäuben können, genau. Und das sind zwei Honigmelonen, die haben wir jetzt hier eingebuddelt. Und die blühen auch schon. Richtig schön. Und ja, diese Paprika habe ich gestern umgepflanzt. Die war da hinten, ne? Und die andere, die weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, da wird das auch nicht gut gehen mit der. Wohin nur bloß? Ich glaube, die Tomaten sind das, die großen. Ja. Klauen den genau. Paprikas dann die ganzen Nährstoffe und so weiter. Aber hier, ich hoffe, das wird auch tatsächlich was. Gürkchen und alles. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe vorher das Foto von Carlos. Muss man nur noch mehr gießen. Irgendwie ist hier diese eine Gurke. Keine Ahnung. Elias, warum ist die jetzt gelb? Ja, und hier ist auch Unkraut. Ist das von Elias das Zeug oder was? Nein, aber er kann mir sagen, warum. Er versteht ja mehr davon. Ach so. Genau. Ist Isabel untergegangen? Ich sehe die gar nicht. Ach, da ist sie schon draußen. Oh. Isabel war gerade im Pool. Ich habe ein Foto von Carlos. Ist das von welcher Reihe? Ja! Die ersten Erdbeeren dieses Jahr. Gib mir eine. Hier. Dann kriege ich die kleine. Weil ich die gefunden habe. Hier ist die ganze Spinat, ne? Ihr seht wie viel. Und das geht jetzt schon in die Blüte langsam. Und das ist auch nicht gut. Ich schneide das einfach alles ab. Und friere die schönen Blätter. Oh, guckt. Ja, Katze muss man sein. Nur chillen. Wird immer wieder gestreichelt, massiert und so, ne? Ach ja. Genau. Hier ist auch Unkraut schon wieder. Letztens habe ich doch euch gezeigt, ne, wie ich hier das Unkraut wegmache. Schon wieder alles voll. Und hier haben wir Radieschen rausgerupft. Die sind nichts geworden. Muss ich nochmal aussehen. Gerade Kohlrabi geerntet. Wollte sie unbedingt essen. Ja, wir können, glaube ich, jeden Tag gerade eine Kohlrabi essen. Jo. Wir werden die gleich auch snacken, aber erstmal noch ein bisschen arbeiten.
jetzt mal kurze Pause. Eis ist da, komm. Hier, dein Wassermeloneneis. Denke mal. Doch, steht drauf. Das ist für Miete, die kommt. Dein Erdbeereis. Und ich nehme es. Und dann geht's weiter. Die Waschmaschine ist fertig. Ich muss die Wäsche aufhängen. Und danach in den Pool. Genau. Ich mache. Ach so, Spinat muss ich noch. Aber das mache ich, nachdem ich im Pool war. Eine große Brutliege, die schon ersoffen ist. Tut! Ich bin im Wasser, das reicht, ne? Nein, immer noch nicht. Ha! Hilfe! Oh Gott, ist das mal kalt. Jetzt ist die erste Schicht doch gar nicht mal mehr so warm. Nee, ja, erstmal, weil die Sonne schon mal hier zu dem Baum ist. Und weil die das schon mal alles durcheinander gemischt hat. Ihr habt schon mal alles umgewühlt. Also eine Hälfte von mir ist schon im Wasser. Ja, das ist. Es ist kalt. Also ziemlich kalt. Aber wenn man ein bisschen steht, gewöhnt man sich daran. Man sollte sich nur nicht bewegen. Eigentlich ist Bewegen ganz wichtig dabei, Mama. Damit es nicht kalt, damit es nicht wieder kalt wird. Mama mia. Aber es ist schön. Nein! Angeberin! Langsam das Bein wieder ins Wasser. Ne? Warte! Nein! Die Kamera! Bis dahin geht's doch nicht. Ja! Kinder zu verschenken! Mama nass! Kinder zu verschenken! Warte! So, jetzt ist angenehm! Eins! Zwei! Eins, zwei, drei. Oh, das erste Mal im Pool dieses Jahr. Ich würde am liebsten immer noch draußen sein und im Pool planschen, aber ich muss jetzt Abendessen machen. Ich war jetzt schon im Garten und habe eine ganze Schüssel Spinat geholt und Christian hat mir geholfen. Und wir haben das, was in Samen gegangen ist, schon von Sauerampfer abgeschnitten. Das werde ich gleich auch bearbeiten, wenn das Essen in Gange ist. Waschen, schneiden, einfrieren. Und Spinat auch. Waschen, schneiden, einfrieren, aber einen Teil davon brauche ich gleich fürs Abendessen. Ja, was ich heute mache, das zeige ich euch einfach mal. Ich habe heute vor, so eine Pfanne, aber in einem Topf halt, ne? Also so einen Topf zu machen mit Gemüse, Hähnchenfleisch, ordentlich Gemüse und Sonnenweizen. Oder Perlraupen, die sind eben ein bisschen zarter als die Perlraupen. Aber super lecker beides und auch sehr gesund.
Hier habe ich einen, hoppala, mit einer Hand geht das nicht, einen Topf mit etwas Öl drin. Und als erstes muss ich natürlich das Fleisch schneiden. Aber ich sage euch, was ich noch dazu nehme. Und zwar eine kleine Zwiebel brauche ich nicht mehr, nicht größere, weil ich hier noch Lauchzwiebeln habe. Einmal Solo-Knoblauch, 1,5 Paprika oder man kann eigentlich sagen 2 kleine Spitzpaprika, 1/2 Aubergine, 3 Möhren. Und wie ich schon gesagt habe, hier habe ich aus dem Garten Lauchzwiebeln, Dill und Petersilie. Man kann noch vielleicht was, ach so, und Spinat, genau, der muss noch, der ist noch im Wasser. Und die natürlich, ne? Öl wird jetzt langsam heiß und ich schneide schon mal das Fleisch. Damit ich das gleich als erstes ein bisschen anbraten kann. So. Und das Fleisch kann in den Topf rein. Und werde das ganze Gemüse schneiden. Also einfach so groß, wie ihr das haben wollt. Ich werde jetzt die Nicer Dicer benutzen, den Fusion. Und zwar die beiden Einsätze. Ja, also für Zwiebel, Knoblauch, den hier. Und der Rest kommt einfach mal durch die etwas gröberen. Genau. Und das muss natürlich alles ein bisschen vorgeschnitten werden, wie immer. Das wird eine bunte Gemüse-Eble-Pfanne mit Hähnchenfleisch. So. Und dann auch gleich schon zu Fleisch rein. Dann kann es auch anbraten ein bisschen. Die Eble, die brauchen nur 10 Minuten. Die kommen wirklich zum Schluss rein. Man kann am Gemüse eigentlich alles reinmachen, was man will. Ne? Also solche bunten Gemüsepfannen, die sind eben dadurch so gut, dass man da alles nutzen kann, was man mag. Man kann auch noch Erbsen reinschmeißen oder Aubergine. Ich überlege gerade die Möhre. Mache ich, glaube ich, auch genauso klein. Möhren. So, die Möhren habe ich auch so klein geschnitten und auch einfach alles nach und nach in den Topf. Ich überlege gerade, was ich noch da reinschmeißen kann, aber eigentlich muss das auch nicht großartig sein. Und jetzt tausche ich den Einsatz und schneide die Paprika und Zucchini. Und jetzt kommt einfach das andere Gemüse noch mit rein. Ne, so schön geschnittene Paprika- und Zucchini-Würfel. Und dürfen dann natürlich auch noch ein bisschen da anbraten. Guckt mal, wie schön bunt das jetzt schon ist. Ja, das wird richtig lecker. Und ich schneide jetzt einfach mal die Kräuter, ne? Also die müssen ja auch geschnitten werden. So ihr Lieben, hier kommt jetzt einfach nur Wasser rein. Nicht zu viel, erstmal nur, dass das Gemüse bedeckt ist. Und ich lasse das alles ein bisschen schmoren, damit das Gemüse durch ist. Ne? Gebe einfach nur ein bisschen Salz noch drüber. Genau, Deckel drauf, schmoren lassen. Ein paar Minuten schmoren lassen und dann kommt der Spinat rein. Und ich schneide jetzt erstmal die Kräuter
Und dann kümmere ich mich um das, was ich einfrieren möchte. Es geht hier weiter. Ich habe das jetzt ein paar Minuten kochen lassen, solange ich hier drei Beutel, zweimal Spinat und einmal Sauerampfer, fertig gemacht habe für einfrieren. Und jetzt habe ich Ibli, so sehen die von, hoppala, so sehen die aus, ne? Abgewaschen. Und jetzt schmeiße ich die einfach mal da rein. Und gleich auch die Kräuter. Ja, und dann würzen wir das Ganze nochmal. Und zwar, Waschmaschine ist fertig. Noch ein bisschen Salz. Wir brauchen auf jeden Fall noch Wasser, weil Ibli brauchen ja Wasser. Ne, das ist ja so wie Reis ungefähr. Dann Pfeffer. Nehmen mal ein bisschen Majoran rein und ein bisschen Basilikum. Wer mag, kann noch Tomaten reingeben. Und nun jetzt gehackte aus der Dose oder frische. Ist ganz euch überlassen. Also ich habe das jetzt so gemacht. Ich gebe jetzt noch ein bisschen zwei, drei kleine Lorbeerblätter. Und das war es auch. Mehr kommt da nicht rein. Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen irgendwie Schmand oder sowas, aber das probiere ich nachher. So schön sieht es gerade aus. Und jetzt braucht das Ganze nur noch 10, 15 Minuten zu köcheln und dann ist das fertig. Man muss dann halt gucken, wie die Flüssigkeit drin ist und vielleicht dann nachkippen. Aber ansonsten ist das auch alles. Ich zeige euch natürlich, wie es fertig aussieht. Ja, und auf mich wartet die nächste Waschmaschinenladung. Die Waschmaschine piept nämlich. Ich muss die Wäsche aufhängen. Und die andere ist bestimmt auch schon trocken und die dann halt abnehmen. Und diese drei Beutel in den Gefrierschrank packen. Ich habe hier zweimal die beiden. Das sind Spinat. Und hier ist Sauerampfer. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich noch ein bisschen von Lauchzwiebeln was abschneide und klein schneide und einfriere. Ich glaube, ich mache das. Ich habe ja so ganz kleine Portionsbeutelchen, so richtig für eine Portion Suppe, für einen Topf Suppe. Müsste ich mal, glaube ich, machen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall später, wenn das Essen fertig ist. Ich glaube, wie ich Wäsche abnehme und aufhänge, muss ich euch heute nicht mehr zeigen. Sieht es auf dem Teller aus. Sehr lecker. Ja. Ich habe jetzt keinen Schmand oder sowas reingegeben, da habe ich das so gelassen. Genau. So, ihr Lieben.
Das Essen ist fertig, die Wäsche hängt. Das, was ich zum Einfrieren hier vorbereitet habe, ist auch schon im Gefrierschrank. Also ich war heute ziemlich produktiv den ganzen Tag lang. Das merke ich auch. Deswegen werde ich dieses Video jetzt einfach mal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch, abonnieren, wer mag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.